versteckt. Zurück. Besser nach unten als bei Alex Psychos. Baldwin. Und seinen coolen Ideen. Brad ist schon groß. Er kommt klar. Wo ist Brad? Und es ist sicher besser. Was? Er hat sich versteckt? Wo? Ach, unter dem Stockbett. Wo? Unter welchem Bett? Unter welchem? Wait, wo ist das Stockbett nochmal? Da ist das Schiff. Geisterschiff. Geisterschiff. Das erscheint auch immer nur bei Nacht und Nebel. Face. Oh. Das ist der Typ von vorhin, weißt du? Die waren ja damals in China, ne? US-Soldaten. Meinst du, es soll zur Zeit von Vietnamkrieg gewesen sein? Oder was? Ich weiß nicht. Nein, 2020. Nein, aber das alte Schiff damals war doch nicht 2020, oder? Oh. Das ist so da. Das muss ja schon Jahre her sein. Sonst könnte der ja kein Skelett sein. Außer es hat jemand sein Fleisch an den Knochen genagt. Das hätte auch anders kommen können. Ah, cool. Ja. Ich gehe erstmal ein Buch holen. Mal schauen. Gutherzig, wie ich nun einmal bin. Ach möchte ja, ich Sie auf das war in was Ihnen bevorsteht. Diesem gespannt. Buch. Komme, was da wolle. Auf jeden Sie Fall machen das allein. Unabhängig. Vorbildlich. Womöglich dumm. Wir werden schon noch Ich frage sehen. Mich, ob die, weiß der, die Verzweigung der Antworten nachher Jedenfalls einfach wie so bei so einer Bravo Punkt höchster Verzweiflung bei so einer Bravo Filmgeschichte nein nicht mit der Geschichte zu ihrer diese Geschichte diese Fragen aber und eines noch. Ah, und am Ende gibt's dann ja, am Ende gibt's dann irgendwie hast du zwischen 10 und 100 Punkten erzielt hast du zwischen 240 Punkten erzielt. Geil, jetzt wird er schon mal gesoffen. Warum hat er die Flasche in dem Buch? Das ist doch wahrscheinlich sein Haus. Das ist, wenn er da trinkt, dann sieht's Gott nicht. Ja. Genau, dann sieht's Gott nicht. Oh, oh Herr wir haben Wurst den ersten Gargamel. Du bist Persona non grata und ich bin Kopfgeldjäger. Persona non grata, was heißt das? Dass du irgendwie unantastbar, wenn jemand irgendwie, dann kann er vom Staat nicht. Persona non grata ist jemand, der über dem sozusagen, glaube ich, ja, dass ist es so ist. Ich stehe über dem Gesetz. Ich bin unantastbar, der Rapper, der im Knast war. Rapper non grata, bist du, Ach nee, wir brauchen irgendwas mit Spagat. Reibt sich gut auf non grata Spagat. Ich weiß nicht, machen wir weiter. Wir haben noch über 5 Minuten. Ja, dann lass Gargamel. Ich bin immer noch am Start. Gargamel. Ich bin der nette Conrad. Jetzt geht's aufs Schiff. Ihr geht auf das verdammte Schiff und sucht nach dem verdammten Schatz. Conrad verlassener Frachter. Ja, das steht aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Ah, okay, dann war es Zweiter Weltkrieg und nicht Ding. Ich dachte, dass die da vielleicht in China Ports hatten oder so, für, aber um die Truppen zu bewegen, keine Ahnung. Junior, retire la tête, animal. Oh, weißt du, ist sein Sohn, wenn er ihn Junior nennt, oder? Einfach, weil er ein Jünger ist halt. Wäre ich gerade drüber gesprungen? War das der Konrad? Ich weiß nicht. Oh. Was ist das? Qu'est-ce que c'est? Was war das? Ich hab's nicht erkannt. Auch nicht. Los! Alle! Ah, okay, die, ja. Boah, barfuß auf so einem Broschkran. Oh. Geil. Was zur Hölle ist mit mir? Ja, was wird wohl sein? Ich hoffe, alle sterben. Meoniula. Oh mein Gott. Mon Dieu. Nö, echt nicht. Oh, c'est pas vrai. Krass. Los, beweg dich. Tukodel schon seit 80 Jahren auf dem Meer rum. Das hat ihn keiner bemerkt, das glaube ich nicht. Ja, wer soll noch da sein? Da drüben.
das muss echt geil sein, wie kalt es sein muss auf diesen Eisen. Übertrieben, ich müsste bestimmt alle 10 Minuten aufs Klo. Noch schlimmer wie sonst. Hey! Das hat's gebracht. Oh, das war vielleicht auch nicht so gut. Hm? Release the Kraken. Das Ding ist eine schwimmende Todesfalle. Echt? Sieht doch ganz gemütlich aus. Genau. Oh, das muss richtig eklig kalt sein. Und riechen, Kotz. Ey. Weißt du, wie es riecht? Ja, und dann, weißt du, das sind ja bestimmt so spitze Metallteile. Oh. Der üble Blutfuß. Ja, übertrieben, ey. Und dann hast du natürlich gleich alle Physales Krankheiten, die es gibt. Okay, ich bin der Conrad. Da geht Mama der Gaskar und hat denn die Pest an Bord. Also komisch, dass manche sind Knochen. Okay, der eine war draußen, da ist natürlich mehr Witterung. Mhm. Auf sowas hier hätte ich gern verzichtet. Irgendetwas stimmt hier überhaupt nicht. Wir stehen echt alle Haare zu Berge. Die Maske der ist Wahnsinns, ja. Das passt gut. Mask of Madness, ja, Mann. Oh Gott, ich hab mal die Sicht. Oh, krass. Stell dir vor, du musst ja schlafen. Wie viel Geld müsst ihr dir geben, dass du auf so einem verlassenen Geistertanker eine Woche übernachtest? Oh nee, danke. Barfuß. Am Polarmeer. Oh nee. Was war das? Dann kannst du die Nordlichter betrachten, ist doch schön. Oh Scheiße! Während du langsam dahin erfrierst. Wie soll es noch Ratten geben auf dem Schiff? Ist ja eklig. Ich glaube, die überleben überall. Und ja, sehr die lange. Fressen dich wahrscheinlich nur selber und so. Fressen, haben wir wahrscheinlich ganze Menschen aufgefressen. To Private O'Neill, you're covering Patterson Guard duties tomorrow. He's in sick again. First in 2400. Check the chart. 2400, doch? 24 Check. Stunden. Nee, das ist schon Militärzeit. Ist check the chart for rotation. Ach so. Ja, ich glaube, das ist 2400, sagt man im Deutschen. Ja. So, jetzt sind wir natürlich alle gespannt, was auf dem Schiff passiert, aber wir haben keine Zeit mehr. Schon wieder vorbei. Diese Folge ist schon wieder. Herrgott. So schnell geht's, gell? Ihr alle in den Raum. Oh, stell dir vor, jetzt wirst du da eingesperrt. Oh ja. Da kriegst du den AIDS-Anfall 5000, ey. So, aber nächstes. Boah, jetzt bin ich echt gespannt, was passiert. Ich würde sagen, wir machen nochmal weiter. Ich wollte zwar heimfahren, aber. Ja, daraus wird nichts.